Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit mir, eurem Julian Rieser. Wir fahren von Warschau durch Bozen nach Berlin. Unser Fahrzeug ist der Scania S Highwolf mit 730 PS. Unsere Lieferung sind 25 Tonnen geräucherte Sprotten, also ein Double Trailer. Weil wir der Auftrag bringen uns über 10.000 Euro. Wir fahren durch die Nacht im Regen. Jetzt fahren wir auch direkt los und wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Das erste Mal Double Trailer in einem meiner Let's Plays. Etwas anhalten und rauslassen. Sehr nette Fahrer hier. Wir haben jetzt aufgehört, das ist gut. Wow, auf Polens Autobahn sind 140 km/h laut zu Autos. Wahnsinn. Kollege, ich überhole dich jetzt.
Ich hoffe, euch da draußen geht allen soweit gut. Mir geht's auch gut. Das fragt man immer seine Community, wie es ihnen geht. Weil sonst wäre das echt unhöflich, wenn man das nicht machen würde. Ich habe vorher eine OMSI 2 Folge aufgenommen, jetzt durch hier eine ETS 2 Folge für euch aufnehmen. Danach noch eine Folge vom Bus Simulator 18. Danach habt ihr drei Videos an einem Tag. Ich weiß, dass mein YouTube-Kanal langweilig aussieht, wenn ich nur die ganze Zeit Videos und Livestreams so mache von den gleichen Spielen. Wird langweilig, da habt ihr schon recht, aber ich habe ja auch noch mehr Spiele ja noch zur Auswahl, nicht nur die, was ihr schon kennt. Ich habe ja auch die Test Drive Unlimited 1 und 2 habe ich ja noch zur Auswahl, da habe ich noch den Landwirtschaftssimulator 19, können wir ja auch mit euch, kann ich ja auch mit euch gemeinsam zocken und Projekte machen. Dann habe ich ja noch Fall Guys, habe ich ja auch noch, habe ich My Summer Car, YouTubers Live habe ich ja noch, da bei meinen Spielen, habe ich noch den Bussimulator 2012, dann den Citybus Simulator München, und noch viele weitere Spiele. Kollege, ich mache einen Elefantenrennen, LKW überholt LKW. Ich darf vor dir, weil ich schneller und länger bin.
weiß noch nicht, ob ich mir den Bus Simulator 21 holen werde oder den Landwirtschaftssimulator 22 mal, also LS22 mal schauen, da bin ich mir noch unschlüssig. Ihr wisst ja, dass ich nicht so einen starken PC habe und ja, dass ich halt nicht so viel Geld habe, um mir einen super tollen Gaming-PC zu kaufen und zu leisten. Wenn ihr den YouTube-Kanal von meinem Freund GamerCity kennt, der hat vor ein paar Tagen zwei E-Tests, zwei Leistungs gemacht für unsere Spedition, aber da hat er bestimmt Internetprobleme gehabt und dabei hat er drei seiner Abonnenten verloren. Der hat 100 Abonnenten gehabt, jetzt hat er nur noch 97. Das finde ich echt traurig, was ihm passiert ist. Aber es geht nicht nur ihm so, es geht allen YouTuberinnen und YouTubern und so. Dass wir hin und wieder Abonnenten verlieren, vielleicht waren auch das inaktive Abonnenten, wo YouTube gelöscht hat. Oder die drei Personen haben ihn halt deabonniert, keine Ahnung warum. Ah, da wird jetzt auch noch die Maut, die nächste. Auf der ganzen Strecke sind nur Mautstellen. Weil wir ja über die Grenze gehen. Boah, es wird ja immer teurer, die Mautstellen. Aber ich muss das ja nicht bezahlen, das bezahlt ja mein Arbeitgeber, weil ich ja auf einen eigenen LKW spare. Ich will mir das alles ehrlich erfahren, die Levels und das Geld, also ohne zu cheaten. Weil viele tun das, aber das ist nicht real.
was soll ich mich nur verfahren? Erster Aufenthalt in Boston. Danke fürs Warten. Sehr nette Fahrer und Fahrerinnen hier.
170 Kilometer haben wir noch. Dann sind wir am Ziel und haben es geschafft. Ich habe hier noch eine ganze Kiste neben mir. Eine ganze Holzkiste voller alter Spiele, wo ich früher gerne gespielt habe, auf meinem alten PC, wo noch Windows 7 drauf war. Aber ich weiß nicht, ob die auch alle auf Windows 10 gehen. Das glaube ich aber eher weniger. Lass das Fernlicht an, solange es niemanden stört. Oder gerade so ein Blödsinn ist da 50 erlaubt. Aber warum? Das war doch ja gar nichts. Ah, sind wir in Deutschland. Sind wir über die Grenze nach Deutschland gefahren. Jetzt fahren wir in unsere Bundeshauptstadt nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Geräusch, was ihr gerade hört, das ist von unserer Hausklingel. Hausklingel, ich bin das so blöd. Ich bin das so lost. Türklingel. Nicht Hausklingel, sondern Türklingel. Ich bin das so lost. Gleich sind wir am Ziel, gleich haben wir es geschafft.
Reißverschlussverfahren. Dazu kommt es immer zu den Staus auf den Autobahnen, wenn von 3 Spuren auch wieder auf 2 Spuren geht. Durch das Reißverschlussverfahren. Und durch die ganzen Baustellen. Oder weil die Leute nicht fahren können. Lassen. Erster Aufenthalt in Berlin. Berlin, Berlin, ich bin jetzt in Berlin. So, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne kostenloses Like und ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Tschüss.